Hallo, liebe Aufrufrufer. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Wembley, England 1:0 gewonnen. Ich möchte hier meine kurze WM-Kirche durchführen. Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, live. Und ich habe keine Bilder. Das hat keinen Sinn. YouTube löscht das immer. Ich bin im Moment noch ganz begeistert. Es ist so unglaublich. Wann hat man das jemals gesehen, dass in Deutschland so viele hochbegabte Ballkünstler sind? Das ist wirklich unglaublich. Noch in der Nachspielzeit Schürrle, Sidney Sam, Götze, Draxler spielen da 45 cm Doppelpässe durch die Beine der Engländer, die im Großen und Ganzen alle 30 cm länger und größer sind. Und mit einer Frechheit und Selbstsicherheit, einer Ballsicherheit jetzt zum Schluss des Spieles, eine nicht gut aufgestellte deutsche Mannschaft, also keine optimale Besetzung und auch kein eingespieltes Team mit 6 Auswechslungen im gesamten Spiel. Und trotzdem zum Ende hin wurde das immer eklatanter, wie hochbegabt die deutschen Spieler sind. Im Unterschied dazu, dass dann wichtige ältere Spieler der englischen Mannschaft ausgewechselt wurden im Laufe des Spieles. Die englische Mannschaft im Grunde genommen irgendwann dann bei einem hochathletischen Zweitliga-Fußball gelandet ist. So, jetzt möchte ich also das Spiel ganz kurz von Anfang an erzählen. England in der uns bekannten mehr oder weniger dunkelblau bzw. schwarz-weißen englischen Nationalkluft und die Deutschen mit den grün-weißen, die ich jetzt hier symbolisch auch darstelle, mit meinem einzigen grünen Hemd in dem ganzen Kleiderschrank. Und Torwart Weidenfeller, knallrot, hat einige gute Situationen gebraucht in dem Spiel, ansonsten kam er gar nicht an den Ball. Und er hat das alles super toll gemacht, er hat auch dirigiert und seine Abwehrleute haben sehr, sehr gut harmoniert. Also das Spiel begann und die englische Mannschaft hat wirklich ganz, ganz hohen internationalen Fußballdruck erzeugt. Während die Deutschen wohl durchaus verabredetermaßen von Anfang an sehr tief standen. Also Deutschland erstmal defensiv, Engländer kamen und haben wirklich sehr, sehr rasant und schnell gespielt. Auffällig die Schnelligkeit dieser Spieler wie Townsend beispielsweise, absolut toll anzuschauen. Es ist aber nichts Zählbares dabei herausgekommen. Dann ist irgendwann mal nach 20 Minuten auch die deutsche Mannschaft mal mehr oder weniger nicht ganz zwingend zu einer Ecke gekommen oder so. Naja, und also jedenfalls glaube ich, in der 29. Minute war das dann, kam eine Ecke hereingegeben von der rechten Seite, Toni Kroos in den Torraum hinein. Mertesacker sprang hoch, der Ball wurde abgewehrt per Mertesacker. Deutscher Spielführer heute. Und in dieser Situation, das ging ein paar Minuten, war die deutsche Mannschaft am Drücken. Es kam ein weiterer Eckball und der wurde auch wieder abgewehrt. Und dann wurde aber wieder der Ball hereingeflankt. Und tatsächlich konnte dann Mertesacker das 1:0 köpfen. Und zwar unwiderstehlich und gut. So wie solche kopfballstarken Spieler im Gedränge in einer Abwehr, die steht, einen Kopfball machen kann, ziemlich am Innenpfosten. Also ganz toll. 1:0 für Deutschland und der englische Torwart Joe Hart hat bis dahin alles gemacht, was der Trainer Hodgson sich ausgedacht hat. Der war nämlich ganz besonders intelligent, auch mit seinem Sprachwitz. Also ich will mich nicht lustig machen, aber zunächst mal hat er ja den Evergreen drin gehabt mit dem Namen Ashley Cole. Ja, wer hätte es gedacht? Natürlich ein farbiger Spieler, Ashley Cole. Aber den kennen wir nun schon, da kann keiner mehr drüber lachen. Aber zum Beispiel Joe Hart als Torwart, der wirklich unwahrscheinlich mutig und tolle Reaktionen gezeigt hat, extreme, hundertprozentige gehalten hat. Also ohne den Torwart in seiner Reaktionsschnelligkeit wären die Engländer ziemlich eingegangen. Wenngleich es ganz so viele deutsche große Torschancen ja nicht gab. Aber er hat sensationell die Dinger gekillt, die kamen. Ja, und dann als besonders witzig war dann ein Spieler namens Cleverley. Also was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Sie haben jedenfalls aufopferungsvoll, lauffreudige, schnelle Spieler. Das alleine bringt es aber nicht. Und dann sieht man, dass in so einer englischen Mannschaft Spieler wie Gerrard, der nun wirklich schon über 100 Länderspiele hat, oder eben Ashley Cole, dass Townsend auch, dass die Qualität tragen. Rooney nicht in Bestform, muss man sagen. Auch vielleicht nicht mehr ganz so laufrelevant. Also im 1:0 Halbzeitstand war im Grunde genommen ein wirklich akzeptables
gutes Ergebnis für beide. In der zweiten Halbzeit sah es dann sehr bald anders aus. Also irgendwie waren dann die Deutschen mit ihrer Passgenauigkeit, mit ihrem Kurzpass-Nähmaschinenspiel dann so auch sozusagen im Ballbesitz so ausdrucksstark, dass das athletische, läuferische, englische Spiel nicht mehr ganz so doll ins Pressing ging. Mit anderen Worten, die warteten mehr ab, was passierte, und es gewann also immer mehr ein Übergewicht für die deutsche Nationalmannschaft. In der Zwischenzeit war dann auch mehrfach gewechselt. Ausdrücklich auch hervorzuheben sind die deutschen Abwehrspieler. Es haben ja fast alle gespielt, die es noch gibt im Aufgebot. Also sehr, sehr gut gespielt Boateng, sehr gut gespielt Per Mertesacker. Beide sowohl Stellungsspiel, Zweikampf nicht zugelassen und auch Passspiel nach vorne. Beide, Mertesacker und Boateng, super gut. Linker Verteidiger spielte der Dortmunder Schmelzer. Ein bisschen unauffällig, aber keine Fehler gemacht. Sehr, sehr laufstark wie immer. Gut gespielt. Rechter Verteidiger war dann eine Zeit lang, wer war das? Höfedes zum Schluss. Dann war es am Anfang der von Hamburg, der Schalker. Westermann auch gut gespielt. Also die wurden dann durchgewechselt. Es kam in der zweiten Halbzeit Mats Hummels, hat nur eine Viertelstunde mitgemacht, dann war er irgendwie angeschlagen, hoffentlich nichts Schlimmeres. Hat auch gut mitgespielt, hat keine Fehler gemacht und hat ein gutes Auge gehabt. Das passte gut zusammen. Darüber hinaus haben wir noch andere Abwehrspieler gesehen. Es wurde dann auch vorne eingewechselt. Da ging Lars Bender auf die rechte Verteidigerposition. Es hat auch funktioniert. Also die deutschen Abwehrspieler waren jeweils den wirklich flinken und schnellen und kräftigen englischen Angriffen gewachsen. Und das harmonierte auch jeweils immer mit dem Torwart Weidenfeller. Da war überhaupt gar kein irgendwie Riss im Unterschied zu Neuer. Anders als bei den jungen deutschen Supertorwarten, die bis jetzt alle sensationell internationale Klasse gezeigt haben, aber diese totale Bindung, selbstverständliche Sicherheit, wie jetzt bei Manuel Neuer ist, hat hier jetzt tatsächlich der Weidenfeller in seinem ersten Länderspiel gezeigt. Und da würde ich schon sagen, also egal wie es sich dann entwickelt in den nächsten Monaten noch, aber der auf jeden Fall käme auch in Betracht, bei der Weltmeisterschaft in Brasilien zu spielen. Na gut, die deutsche Mannschaft kam immer stärker auf. Es kamen dann immer mehr andere Spieler noch hinein. Am Ende spielte sogar auch noch André Schürrle links, hatte mehrere Torchancen. Sidney Sam hat wirklich, wurde eingewechselt, hat auch sehr, sehr toll gespielt und gute Bindung zu den Virtuos-Spielern, sowohl Götze, Reus und auch Draxler, der drin war. Sidney Sam, sehr, sehr ein richtiger Aktivposten, der auch von sich aus Druck macht. So, ausgesprochen hervorheben möchte ich jetzt auch nochmal den als Einzelspieler Toni Kroos. Es ist ein Segen. Toni Kroos war jetzt sozusagen von der ganzen deutschen Ballsicherheit, an die wir uns schon gewöhnt haben, von der hier jetzt auch nichts mehr zu sehen war. In der Abwehr wohl, aber ansonsten war das alles hin und her. Pinball Wizard sozusagen, Billard, Toni Kroos, ballsicher, unglaubliche Übersicht. Auch jeweils, wenn man das sieht, der seine Mitspieler so gut kennt und jedem speziell die Bälle zuspielt. Ja, also der schießt natürlich einem Supertechniker die Bälle anders zu als einem vielleicht eher mit langen Übersetzungen ankommenden Marcel Janssen. Marcel Janssen war auch gut. Ja gut, was uns ein bisschen gefehlt hat, war die Durchschlagskraft, die Schnelligkeit, das Selbstvertrauen, die Ellenbogen von Mario Götze und auch von Marco Reus. Die sind beide bei weitem nicht an ihrem eigentlichen Leistungsvermögen dran. Bei Reus hat man mehrfach gesehen, dass er einfach den Antritt auch nicht hat. Der ist schlapp. Ich würde ihn nicht verdächtigen, dass er sich geschont hat für das kommende Spiel Bayern gegen Dortmund. Aber Reus war wirklich heute nicht gut drauf. Er hatte irgendwie falsch geschlafen oder was weiß ich. Und auch Mario Götze ist noch lange nicht auf seinem Leistungsvermögen. Na gut, also alles in allem war das wirklich interessant anzuschauen. Und zum Ende hin wurden die Engländer immer, wie soll ich sagen, offensiver oder auch fahriger. Es entstanden auch viel mehr Situationen. Es gab sogar einen Pfostenschuss, an den Weidenfeller nicht mehr rangekommen wäre. Und also alles in allem war es ja auch kein K.O.-Spiel, sondern ein Testspiel. Und nochmal abschließend möchte ich sagen, dieses Spiel im Wembley-Stadion heute, wo Deutschland zu Gast war bei der englischen Nationalmannschaft, stach hervor. Durch großartigen Sport und totale Fairness. Das fand ich angenehm. Das ist das, was ich dann doch in den Spielen mit Italien häufig richtig scheiße finde.
nicht nur Nicklichkeiten, sondern auch richtig rücksichtslose Härte, wo man dann überhaupt nicht bedenkt, was dem anderen für den Rest seines Lebens passieren kann. Das sieht man bei den englischen Spielern immer, dass sie wirklich den harten Fußballsport richtig hart und mutig spielen, aber wirklich fair. Wunderbares Spiel, Deutschland hat 1-0 gewonnen und das sehe ich im Grunde genommen als eine Anerkennung der Gesamtleistung an und der Trainer Löw, der jetzt noch 2 Testspiele hat bis zum Beginn der Weltmeisterschaft in Brasilien, muss sich keine Sorgen machen. Es gibt so viel Begabte, es gibt noch viel mehr junge begabte Spieler. Wer weiß, wer uns in Brasilien dann Freude bereitet. Mir kommt es auch nicht so sehr aufs Gewinnen an, auf diese tollen Fußballer. Das hat mich sehr gefreut heute. Also Deutschland in Wembley gewinnt 1-0. Danke für den Aufruf hier. WM-Kirche kommt bei jedem Nationalmannschaft.